Isabella, die heilige Kuh. Ein Wintermärchen. Von mir, Julia Bartal, einer Landwirtin. Die Geschichte, die ich euch heute hier erzählen möchte, mag vielen von euch eine wahrhaft wundersame Geschichte sein. Und doch biete ich sie euch an und ihr mögt selbst entscheiden, ob es nicht sein könnte, dass sie von den Kühen um uns herum so erlebt und erzählt wird. Ja, genau, die Kühe erzählen sie. Natürlich haben Kühe eine Sprache, glaubt ihr mir nicht? Mag sein, wir Menschen haben es schwer, sie zu hören, und doch lauscht man ihrem ständigen Kauen, hört man ihr Klimpern mit den schweren Augenlidern, hört man also ganz genau hin, dann könnt ihr sie hören, die Geschichten der Kühe. Es ist ja nun die Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit sind wir alle arg beschäftigt. Wir sind beschäftigt mit dem Kaufen und Bereiten von Geschenken, Essen und Dekoration. Wir sind beschäftigt mit dem Erzählen von Geschichten, Märchen, Glauben, Wahrheiten. Und doch sind wir Menschen meist nur mit uns selbst beschäftigt. Wer von euch hat denn jemals die Geschichte der heiligen Kuh Isabella gehört? Wer wusste, dass es auch ein Weihnachten der Kühe gibt? Dass Isabella damals in Bethlehem auch geboren wurde? Die Heilige, die Kuh, das kleine Kälbchen im Stall Jesu. An dieser Stelle muss ich mich korrigieren. Ob Isabella wirklich in Bethlehem im selben Stall in gleicher Nacht geboren wurde, ist überhaupt nicht überliefert. Für Kühe spielen Ort und Datum gar nicht so eine große Rolle. Sie brauchen keine Zahlen in ihren Geschichten und auch keine Fakten. All das macht für Kühe eine Geschichte nicht wahrer. Denn Kühe haben keine Zeitrechnung. Sie erleben die Geschichte. Sie durchkauen die Geschichte. Für eine Kuh ist ein Augenklimpern nur ein Moment und manchmal eine ganze Stunde. Der Fluss ihrer Milch ist die Zeit der Jahre. Das Fressen, Verdauen und die Milch ist für die Kuh, so erzählten es mir die Kühe einmal selbst, das Besinnliche im Leben, der Kern des Lebens und der Zeit sozusagen. Zum Beispiel haben Kühe ihre ganz eigene Wahrnehmung vom Schnee. Sie erzählen sich, der Schnee sei Tropfen der Milch, die der heiligen Kuh Isabella aus dem Euter fallen, wenn sie durch den Himmel galoppiert. Ja, lacht nur! Isabellas heilige Kuhmilch ist es, die sanft vom Himmel rieselt, die die Landschaft bedeckt und alle Kühe, die es sehen können, beruhigt. Denn sie wissen, Isabella, die Heilige, sie ist noch da. Sie dreht ihre Runden im Gestirn und gibt ihre Milch. Woher ich das alles weiß, fragt ihr? Nun ja, ich werde euch erzählen von der Nacht, in der ich die Kühe reden hörte und was in dieser Nacht geschah. Einige Jahre ist es jetzt her. Ich war jung und übermütig, großkotzig geradezu. Es war Weihnachten und ich dachte damals, Weihnachten sei so für so Leute wie mich gedacht. Es müsste auch mal nach meiner Nase gehen und ich endlich ein Pony geschenkt bekommen. Meine Mutter ließ durchblicken, dass es einfach nicht drin sei und ich solle nun mit meiner Bockigkeit nicht allen auf den Senkel gehen und das Weihnachtsfest verderben. Wir wohnten damals in einer kleinen Wohnung und sie sagte, es sei kein Platz darin für ein Pony. Wir bekämen ja schon kaum den Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer. Daraufhin wurde ich richtig bockig, meinte, der blöde Weihnachtsbaum könne mir gestohlen bleiben und ging davon in den Kuhstall beim Bauern im Ort. Wollte den Kühen mein großes Leid klagen, denn sie waren meinem Traum vom Pony wenigstens in der Größenordnung einigermaßen ähnlich. Vielleicht war ich beim Schimpfen über mein Unglück damals eingeschlafen im Heu. Jedenfalls wachte ich darin auf und hörte die Kühe sprechen. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, wie verdutzt ich selber war. Ein Gemurmel der 100 Stimmen um mich herum. Ein Gemurmel vom Kauen der Geschichten, vom Fluss der Zeit und der Milch. Eine Kuh sprach allerdings ganz deutlich, ohne zu kauen, aus dem Gemurmel heraus. Sie war aufgeregt und rief, seht nur die Milch, sie tropft vom Himmel. Ich möchte durch sie hindurch galoppieren. Warum nur können wir nicht raus aus dem Stall? Warum können wir den Schnee nur manchmal sehen? Isabella, unterbrach eine andere sie. Isabella, so lass es doch.
Furchtbar kalt ist es und wir haben doch zu tun, die Milch. Du weißt, Isabella, unsere Aufgabe ist die Milch. Oh, aber ich will in den Schnee, ich will gar keine Milch mehr machen, ich will galoppieren und mich wälzen und mich schütteln im Schnee. Was? Sie will keine Milch mehr machen? Gleich mehrere Kühe auf einmal in unterschiedlichen Tonlagen murmelten dies und zwei verschluckten sich gar beim Wiederkäuen. Nur eine reagierte ruhig und sprach die aufgeregte junge Kuh direkt an, während die anderen nur starrten. Isabella, weißt du eigentlich, warum du Isabella heißt? Ich wunderte mich, denn die Kühe hatten keine Namen in diesem Stall. Kein Mensch hatte ihnen jemals einen gegeben. Und die Ohrmarke an Isabellas Ohr sagte doch ganz eindeutig 08405. Du bist benannt nach der heiligen Kuh Isabella. Sie zeigte uns unsere Aufgaben. Wir müssen ihr dienen, an sie denken, fressen, verdauen und Milch geben. Der Schnee, du weißt, er erinnert uns an sie. Woraufhin Isabella und ich die Geschichte vom Schnee der Kühe erfuhren. Ja, ja, erwiderte Isabella bockig. Aber ihr sagt doch selber, sie galoppiert über den Himmel, um es schneien zu lassen. Ich will auch galoppieren. Ich will auch im Menschenstall dabei sein. Ich will Zuckerkuchen essen und das heilige Menschenchristkind sehen. Bei diesen Worten blickten einige weitere Kühe von ihrem Gekaue und Gemurmel auf, einige verständnisvoll, viele jedoch vorwurfsvoll. Eine ganz alte sagte, ja, ja, die heilige Kuh will sie sein, aber fressen, verdauen und Milch geben, das kann sie wohl nicht. Sie hob den knöchernen Schwanz und ließ, wie um ihre Aussage zu unterstreichen, einen Fladen plumpsen. Eine andere leckte verträumt am Salzstein und sagte, aber wie willst du es anstellen, Isabella? Wie nur, leckte sie weiter, wie willst du es anstellen? Langsam, ganz langsam ging Isabella Schritt für Schritt rückwärts vom Gatter und der Öffnung, hinter der es schneite. Ein Schritt, zwei, fünf, zehn. Sie kommt zur Vernunft, sagte die Älteste mit dem knochigen Schwanz. Komm nur, Isabella, iss ein wenig Heu. Doch plötzlich rannte Isabella los. In dieser Sekunde hörten alle, bis auf eine Kuh, die zu vertieft war, ins Fressen war, auf zu kauen und zu lecken. Und man hörte neben dem Getrappel von Isabellas Klauen nur ein einziges Plopf von einem Fladen, der gerade plumpste. Isabella schwang sich dem Gatter entgegen. Ein Moment lang sah es so aus, als bereute sie ihren Entschluss selbst. Als würde es einen Unfall geben. Sie würde ins Gatter rutschen und sich unglaublich wehtun. Das Entsetzen in Isabellas eigenen Augen spiegelte sich in den Augen aller. Zum Bremsen aber war es zu spät und Isabella sprang über das Gatter hinaus in den Schnee. Schlitternd kam sie zum Stehen, hob den Kopf in den Nachthimmel, ließ einige Schneeflocken auf ihrer warmen, nassen Nase schmelzen und rief, »Bei Isabella, der heiligen Kuh!« Und sie bockte los und wälzte und schüttelte sich. »Isabella, nun komm wieder rein zu uns, jetzt warst du ja draußen im Schnee«, rief die Kuh am Salzstein etwas verängstigt. »Ja, du hast doch bekommen, was du wolltest. Nun halte uns nicht von unserem Tun ab«, rief die Alte. »Oh nein«, rief Isabella, »der Menschenstall und das heilige Christkind, da muss ich auch noch hin.« Sie schüttelte kurz ihre Hörner mit gesenktem Kopf und sprengte los. »Heilige Isabella, stehe ihr bei«, riefen mehrere Kühe aufgeregt. Erst als Isabella davonstürmte und im Schneetreiben verschwand, erwachte ich aus meiner Erstarrung, rappelte mich in meinem Heu und dachte nur, »Mist, ich musste Isabella hinterher.« Ich rannte los, sah immer mal die Spuren und hin und wieder auch mal Isabella in dem dichten Schneetreiben. Doch dann hatte ich sie verloren. Keine Isabella war zu sehen. In einem Bogen rannte ich einmal um den Stall herum und kam wieder an dem Gatter an, über das nun alle Kühe ihre Köpfe reckten. Ganz und gar wach, wie ich sie noch nie gesehen hatte, fernab von ihrem Fressen, Verdauen und Milchmachen. Blickten sie raus in den Himmel und sprachen, was Isabella tat. Ja, wirklich. Es schien, als wüssten sie, als wäre Isabella ein Teil ihres Selbst. Die Herde Kühe zu einem verschmolzen taten und erlebten sie, was Isabella gerade tat. Keine von ihnen bewertete mehr Isabellas Tun. Keine schimpfte.
Sie schienen plötzlich Teil von Isabellas Handlungen und Entscheidungen zu sein. Und so murmelten sie in den Himmel hinein. Ja, lauf, Isabella, lauf zu den Dekorationen und den hübschen Sachen für das Christkind. Und ich hörte ihnen zu, wie Isabella sich an einem Haus einen Adventskranz, der an der Türe hing, über ein Horn hängte. Am nächsten einen glitzernden Stern übers andere Horn piekte, am übernächsten die Lichterkette vom Gebüsch zog, die mit einem lauten Poff ausging, als der Stecker riss. Ich erschreckte mich vor diesem Poff, genauso mit Isabella und den anderen Kühen. Isabella fand den Bäckersladen, aus dem es immer so gut roch. Sie drückte die kleine Tür im Hof auf. Man hörte es scheppern und auch mal krachen. Ein Tisch schien verrutscht zu werden und Isabella war voll von Zucker- und Keksdekoration, von bunten, süßen Kugeln und hatte Zimt am Püschel ihres Schwanzes. Stolz lief sie weiter und rieb sich noch einmal an einem mit Glitter besprühten Busch im nächsten adretten Vorgarten, woraufhin sie ganz wundervoll glitzerte und funkelte. »Nun gehe ich zum Menschenchristkind«, riefen sie und alle Kühe im Stall am Gatter. Sie machte sich auf in Richtung der Dorfkirche, deren Fenster erleuchtet waren, wo alle zu finden sein würden bei der weihnachtlichen Andacht. Während sie so glitzernd und erhobenen Hauptes die Straße entlang trabte, sie hätte nicht stolzer sein können, lenkte sie aber ein Geräusch vom Dorfteich ab. Drei Kinder tuschelten dort, zogen sich die Schlittschuhe an und hatten Hockeyschläger dabei. Isabella war entzückt. Die drei waren fast so geschmückt wie sie selbst. Sie hatten Kronen auf dem Kopf und Umhänge mit Silber- und Goldborten an. Langweilige Andacht, schimpfte einer der Jungs. Ja, warum wir nicht Schlittschuh fahren sollen an Weihnachten, das verstehe einer, schimpfte der andere. Das Fest der Liebe, ha, höhnte der Dritte. Alles wird mir verboten an Weihnachten, für nichts ist Zeit. Was sollen die Tante und der Onkel denken, wenn nicht alles picobello ist? Kommt, macht schnell! In einer Viertelstunde müssen wir rein für unseren Einsatz im Krippenspiel. Begeistert beobachtete Isabella, wie die drei übers Eis wirbelten, ihre Kronen aufblitzten, ihre Umhänge flogen und sich drehten. Aus der Kirche klangen Stimmen. Dann ein Lied. Da, rief einer der drei, ihr Kinderlein, kommet! Gleich müssen wir drei Könige eintreten. Schnell, sonst gibt's Ärger! Oh, das schaffen wir nie rechtzeitig, rief ein anderer. Wir haben ja sogar noch unsere Schlittschuhe an. Mist, sagte der Dritte. Während er dies sagte, ging ein Knacken durch das Eis unter ihnen. Von der Kirche her hörte man den lauten Ruf: Willkommen seid ihr, Melchior, Balthasar und Kaspar. Willkommen, ihr drei Könige. Tretet ein und seht das Christkind. Das leise Knacken wurde ein lautes Krachen. Der Ruf aus der Kirche ging unter im lauten Bersten des Eises unter den drei Königen. Die Umhänge und Kronen tauchten ein im Wasser, die Arme ruderten und drinnen hörte man erneut und energischer: Willkommen, ihr drei Könige! Tretet ein und seht das Christkind! In diesem Moment schrie Isabella: Mu! Die Könige! Mu! Sie sind hier! Mu! Helft den Königen! Sie rannte los, durch den Kirchgarten, zur Kirche. Mu! Riefen alle Kühe am Gatter. Mu! Mu! Die Könige! Helft den Königen! Mu! Während Isabella die drei Stufen zur Kirche hinaufsprang, segelte eine Kuh nach der nächsten über das Gatter des Stalls. Vor meinen Augen. Nichts konnte ich tun. Eine nach der nächsten kam schlitternd auf. Bei manchen striff das Euter nur kurz das Gatter, während in der Kirche noch einmal der energische Ruf klang: Willkommen, ihr drei Könige, tretet endlich ein und seht das Christkind. Isabella wumste mit ihrem Kopf die Tür zur Kirche auf. Die Menschen blickten hoch, hatten sie die Könige doch hinter der Kanzel erwartet und nicht von der Türe her. Nun brach aber die glitzernde Isabella durch die Tür hindurch und stürmte muhend in die Kirche. Mein Adventskranz, schrie eine Frau. Seht nur, eine Lichterkette, riefen andere. Ein Stern hat sie auch am Horn, rief ein kleines Mädchen. Warum ist sie voller Keksdekoration, rief der Bäcker in die Aufregung hinein. Fangt sie, rief der Bauer. Ein wilder Tumult brach los. Die stärksten Jungs wollten natürlich die ersten sein, die Kuh zu fassen.
Die Schüchternen drückten sich an den Rand, während Isabella Moon durch die Kirche tobte. Mu, die Könige, Mu, helft doch den Königen! Kurz vor dem Pfarrer, dem es wohl die Sprache verschlagen hatte, angesichts einer randalierenden und glitzernden Kuh in seiner Kirche, bremste Isabella scharf, drehte auf der Stelle und rannte Richtung Tür. Zurück, hinaus, Mund ob der drei Könige. Die gesamte Gemeinde rannte hinterher. Die Treppen hinab, durch den Kirchgarten ging's und schon an dessen Eingang erkannten die Ersten das große Unglück, das sich in dem Teich abspielte. »Oh Gott, die Jungs«, rief eine Frau. »Ein Seil, schnell ein Seil«, rief jemand. »Nein, ein Stock, ein langer Stock muss her«, rief jemand anders. Währenddessen rannte Isabella zum Teich, die Menschen ihr hinterher. Sie wartete den drei Königen im eisigen Wasser entgegen. »Nehmt die Lichterkette«, rief das junge Mädchen. Und ein paar der schnellsten und stärksten, die gerade noch Isabella hatten fassen wollten, fassten nun die Lichterkette mit an und zogen damit einen König nach dem anderen aus dem Teich. Während die Gemeinde die drei in eilig herbeigebrachte Decken hüllte, die drei umarmt wurden, andere sich umarmten, einige Schluchzer waren zu hören, während alle sich vor der Kirche am Teich zusammendrängten, Isabella mitten unter ihnen, tauchte eine Kuh nach der nächsten auf. Ganz leise und erstaunlicherweise erst unbemerkt stellten sie sich dazu. Und so stand die gesamte Gemeinde beisammen, umarmten sich und ihre Könige und eine gesamte Kuhherde stand darum herum, während der Schnee auf alles hinabrieselte. »Aber die Kühe«, rief irgendwann eine Frau, »woher kommen denn die ganzen Kühe?« »Na, aus meinem Stall«, erwiderte der Bauer und tätschelte stolz Isabella hinter ihrem Glitzersternhorn. Nun streichelten alle die Kühe und nannten sie Wunderkühe. Sie hätten die drei Könige gerettet. Vor allem Isabella fand die volle Aufmerksamkeit der Gemeinde. Die Eltern brachten dann ihre drei Könige ins Warme und der Bauer schlug den Kühen vor, doch mit ihm in den Stall zu gehen. Als hätten sie ihn sofort verstanden. Nur ihr und ich wissen ja, dass sie alles verstehen. Folgten sie ihm und mit Isabella an der Spitze ging es die Dorfstraße hinunter Richtung Stall. »Eine gute Kuh«, hörte man dem Bauern noch sagen, während er neben Isabella einherschritt. »Eine gute Kuh, Nummer 08405.« Und wer ganz genau hinhörte, konnte Isabella keck Antworten hören. »Isabella bin ich, Herr Bauer. Isabella, so wie die heilige Isabella, die den Schnee macht.«